Leroy Jenkins! Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4. Wir sind auf der Ebenes Farm gewesen, die letzten zwei Tomatosträucher. Und wir bauen hier fleißig mit meinem neuen Bau-Super-Extreme-System. Seht euch das an, seht es euch an. Ich sag mal, wenn ich mich zu schnell verhasple. Jetzt setzen wir hier gerade mal Gerüste lang, um in die nächste Ebene zu gelangen. Ist das nicht grandios? Mit diesen Gestellen kann man echt... Scheiße. Naja, wenigstens ist das ein bisschen länger her gewesen, was wir das letzte Mal Ionensturm hatten. Ionensturm! Radioaktiven Sturm. Hallo? Komm schon. Komm schon. Ich hasse dich. Miau. Können das kleinere vielleicht nehmen? Nein. Nein, böse aus. Sitz. Da. Komm schon. Nein! Doppelt gemoppelt. Pass auf, jetzt machen wir es so. Ich will doch nur... Ich will das doch nur da drunter setzen. Vorher ging's besser. Was ist, wenn ich das... Das gibt's doch nicht. Hey! Ich habe auch nicht die ganze Folge Zeit. Es liegt bestimmt am Millionensturm. Täusch mich nicht. Bitte. Tu mir den Gefallen. Es gibt immer irgendwo ein... Ah, egal. Okay. So, dann machen wir jetzt mal die Dinger hier. Und zwar wollen wir... Lucky Lucky. Ich gehe jetzt nicht pennen, dieser blöde Ionensturm. Ja. Ha! Scheiß aufs Gerippe. Ich höre sie reden, aber es ist zu laut. Jetzt reicht's. Wir brauchen ein Bett. Ich kann so nicht weitermachen. Nein. Was soll das? Hol dir ein eigenes Bett. Unfassbar. Zieh irgendwo hin. Geh weg. Danke. Wenn die immer am Trinken in meinem Bett pennen, der wollte bestimmt mit mir schlafen, der Blake Abernathy. Die waren bestimmt alle mal selber Raider. Wer weiß, vielleicht war Preston Garvey selbst mal ein Raider. Das wäre doch so mindblowing. Boah. Mindblown GIF. So, wollen wir das so machen? Oder? Nee, es muss eins daneben. Dahin. Dann haben wir hier nämlich zweimal frei. Da.
Oh Mann. Es hat so schön funktioniert. Damals, als wir noch jung waren, hat alles wunderbar funktioniert. Aber jetzt nicht mehr. Mehr. Was ist, wenn ich die wegmache? Ha! Ah, okay. Und schon wieder ein Level durchbauen. Ja, ja. Kein Problem. Tut mir leid, es macht so Spaß. Es macht so viel Spaß. Nein, wir müssen mal hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Boah, große Abwechslung. Okay, jetzt haben wir... Ich weiß nicht, ob es genug sind jetzt. Okay. Auf jeden Fall einiges. Wir können jetzt erstmal bauen. Betten 4. Ich hoffe, hier drin sind keine Betten mehr. Nö. Alles gut. Stühle. Wachtposten, keine Ahnung. Okay, alles klar. Leute, sehr gut. Keine Sorge, ich wollte jetzt nicht sagen, das war's. Ach, wir brauchen noch Verteidigung. Minus 4, das ist natürlich blöd. Wir brauchen sowieso Jobs. Deswegen gucken wir mal. Wir brauchen ja eigentlich solche Dinger hier. Ich mach mal den Baum hier weg. Der hat mich sowieso echt genervt. Ach, guck mal, jetzt haben wir ein schwebendes Objekt. Und einen schwebenden Baum. Busch. Es geht weiter, Runde 2. Nein. Oh, jetzt habe ich... Nee, der geht nicht weg. Gibt manche Die gehen irgendwie nicht weg. Jetzt sehe ich gerade, dass ich hier ein Problem habe. Jetzt müssen wir das lösen. Und zwar mit... Stelzen eigentlich. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich mache das nachher keine Probleme. Jetzt müsste ich eigentlich eine Etage runtergehen. Was wollte ich nochmal machen? Ach so, genau. Verteidigungsdinger. Würde sich hier unten natürlich anbieten. Ah. So, nicht bauen. Ganz ruhig. So, eins. Ich muss das vielleicht später nochmal umbauen. Weiß ja nicht, wie meine andere Holzkonstruktion verläuft. Ich glaube, ich kann direkt noch ein paar Generatoren bauen. Wahrscheinlich nachher nochmal umsetzen. Wie gesagt, die Lampen, die bleiben da nicht. Ich werde die später anpassen, so wie ich baue, dass die nicht so blöd linear einfach nach da unten zeigen. Weil einfach so die Lampen in der Gegend stehen, ist schon ein bisschen hässlich. Aber besser, als wenn ich jetzt diese Pylonen baue, die eigentlich teurer sind. Glaube ich. Okay. Machen wir noch ein Treppchen dran, weil noch sind die ja nicht angeschlossen. Das sind auch geile Treppen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich glaube, die kommen von Sim Settlements vielleicht. Ein bisschen groß gezogen. Könnten bessere Stufen sein, aber... Bin gespannt. Das sieht noch ein bisschen doof aus, wie das alleine unten steht. Aber hey, wer weiß, wie das nachher aussieht. Gefällt mir nicht. Das muss ich noch anpassen.
Okay. Lassen wir es erstmal jetzt bauen. Sehr schön, wie das aussieht, ne? Toll, dass es jetzt neblig sein muss. Ist blöd, aber jetzt gehen wir mal eins weiter. Ach, cool, ich bin gespannt. Das sieht echt gut aus. Okay. Gehen wir eins weiter. Ich hoffe, meine Sim-Settlements-Mods funktionieren alle. Mods. Red Rockets, 6 Leute. Mal gucken, was sich hier getan hat. Ich bin ja gespannt. Oh ja. Ah. Ah. Wir nähern uns Sanctuary. Es lädt lange. Ich hab Durst. Ich brauch Nuka-Cola. Oh, Nuka-Cola. Die beste Cola. Ich hab doch ein Level gemacht. Oh, warte mal. Oh, ich sehe noch nichts Neues hier, aber... ich hatte doch hier was gebaut. Ha! Oh, wir haben einen Shop. Sale. Woo! Ups. Sugar Bombs. Hallo? Natürlich keiner da. Ach, guck mal hier. Cool. Aber muss ich auch noch anpassen. Arbeiten Sie hier? Wollen Sie Ihren Laden nicht besetzen? Bitte, wir... Moment mal. Du gehörst nicht zu den Gunnern. Bist du hier, um uns zu helfen? Ich bin dein Bürgermeister. Die Gunner machen euch Probleme? Ich bin immer noch so. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Was habt ihr an Vorräten und Material? Ich weiß nicht, ob es was nützen wird, aber wenn du damit die Verteidigung ausbauen willst, dann bedien dich. Ja, richtige Verteidigungsanlagen. Cool! Boah, okay, dreh dich mal ab. Es gibt Loot, Gunner töten. Gut, dann bauen wir halt mal irgendwo was hin. Ich komme aber meistens eigentlich... Ach, guck mal, hier schwebt's. Oh, das muss ich auch noch ändern. Ah, das sieht nicht so gut aus. Halt, Moment mal. Hier? Was? Da ist irgendwas. Das gibt's doch nicht. Ich wollte keine Munition. Gut, dass ich das hingesetzt habe. Es tötet jetzt alle, oder? Oh, die Gunner, ey. Die Spanner. In dem Haus? Meine Güte. Ich muss hier noch einiges bauen. Das sieht dann ziemlich hässlich aus, alles. Das ist ein Siedler. Versorger, alles klar. Leroy Jenkins! Oh, das war's schon. Ja, nimm das! Wir haben gewonnen! Der Ihr Minutemen wisst echt, wie man kämpft. Wir werden nicht vergessen, was du uns getan hast. Oh ja, schwere Dingens Rüstungen. Oh, ich muss alles mitnehmen. Oh, scheiße. Kate! Entschuldigung. Stimmt was nicht? Kate, hilf mir. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Wir schlagen uns ziemlich gut, würde ich sagen. Und in diesem Drecksloch von Welt heißt das was. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So mehr gibt es nicht. Kein Problem. Darf ich handeln? Aufgepasst. Brauchst du was? Ach, Gott sei Dank. Das macht mir bei diesem Job immer am meisten Spaß. Töten? Naja. Mist. Wenn können wir hochlaufen. Ach, schwere Rüstung. Ich meine, die Combat Armor. Endlich. Ich wollte sowieso eine neue Rüstung haben. Boah, gut, dass die mich gegen mich gekämpft haben. Ich war ja ganz schön fertig. Nächster Rang. So, Stärke. Geht das jetzt? Woo! Du bist jetzt in einer halben Kapazität. Das nächste ist 50. Sehr gut. Ah, Mist, das dauert noch, bis ich Dingens habe. Aber jetzt kann ich wieder laufen, ne? Hehe! Okay, warte mal da. Das können nicht nur 2 gewesen sein. Comet Armor, wo bist du? Ich muss das Better Settlers neu installieren, sonst hätten wir schon längst tote Siedler gehabt. Aber ist vielleicht am Anfang doch nicht so schlecht.
Meins. So. Dann gucken wir mal unser Schlamassel hier an. Das geht noch. Das geht noch. Nein. Nein, das geht nicht. Vielleicht ändert sich das noch, aber... Ich kann leider keinen Dreckhaufen bauen. Das wär's halt jetzt. Sonst setzen wir es einfach mal auf Stützen. Oder ich setze es um. But rebuild the same model. Bauen wir ein anderes dahin. Ich kann hier halt durchswitchen. Hätte ich auch direkt machen können eigentlich. Okay. Da ist der Laden. Der sieht schon ziemlich schlecht platziert aus. Habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, als ich ihn da hingesetzt hatte. Der steht echt scheiße. Die Häuser da oben gehen? Aber so viel hat es dir gar nicht getan. Was ist das hier nochmal? Residential Plot. Ein gecrashter Bus oder was? Lol. For rent. 7 Leute. Strom fehlt. Hier ist alles angeschlossen. Hier ist alles angeschlossen. Oh Gott, ist das echt mein Generatorraum? Es tut mir sehr leid. Das ist schon ein No-Go. Na, du kannst nicht bleiben. Du kannst nicht bleiben! Nein! Ich glaube, ich muss nochmal hier neu bauen. Gott, seht euch das mal an, wie hässlich das hier ist. Ich glaube, ihr müsst nochmal umbauen. Jetzt brauchen wir erstmal einen Generatorraum. Und zwar könnte ich den sogar da oben drauf bauen. Ah, es wäre jetzt ein bisschen gefummelt, das jetzt zu machen, weil es immer so ein bisschen tricky, da drauf zu bauen. Der Generatorraum, den bauen wir mal... Komm, den bauen wir an die Straße. Wo die brauche. Ich will jetzt nicht den Job abreißen. Die Jobhütte. Ich könnte den auch hier hinbauen. Einfach so hier hin. Gute Idee. Bin ja auch der Beste. Ich will nach Sanctuary. Scheiß auf Ten Pines Bluff. Hiernach kommt Sanctuary dran. Na, na, na. Ob das passt, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Das müsste reichen. Na! Na! Tada! Oh Mann, ey, wir sind schon... bald wieder am Limit, aber ich baue das hier noch fertig. Dann können wir nächste Folge ganz in Ruhe Sanctuary bebauen. Ist das nicht toll? Aber ich muss jetzt erstmal hier Red Rocket auf Vordermann bringen. Das gefällt mir alles nicht. Man weiß auch manchmal echt nicht, wie man bauen soll. Da muss man erstmal grübeln. Komm raus, mein Schatz. Wo bist du denn? Da bist du doch. Nein, nicht du, Kate. So. Bam! Machen wir so, ne? Gegenüber. Geht. Scheiße, die gucken ein bisschen raus. Das ist natürlich jetzt nicht der Sinn der Sache.
Okay. Ich muss eine Wand austauschen. Schneebidi schnubbidi schnabbidi schnubbo. Schnabbolo. Schnabbidi. Okay. Snabbidi. Snappidi. Nein! So, wo haben wir eine Stromverteilung? Da. Oh oh. Oh oh. Wir haben kein Kupfer mehr. Wir haben kein Kupfer mehr. Alarm. Das ist gar nicht gut. Oh Gott. Kann ich kein Kabel brauchen, doch auch ein Kupfer, oder? Oh je. Haben wir jetzt die Stromversorgung? Irgendwas hat keinen Strom. Das kann nicht sein. Strom, 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 Strom. Strom, 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 Strom. Kein Strom. Habe ich kein Kupfer mehr. Ja, scheiße. Oh Mann. Und ich wollte nächste Folge nach Sanctuary. Jetzt habe ich kein Kupfer mehr. Jetzt muss ich irgendwo hin, wo es Kupfer gibt. Ich habe noch Zeug. Warte mal, das könnte auch noch Kupfer geben. Müssen wir gucken. Jetzt überlege ich mal kurz. Wo könnte ich denn jetzt noch einen Kupfer herbekommen? Da. Das ist, glaube ich, ein Kupfer. Glühbirne. Glühbirne. Kupfer. Stahl. Kupfer. Oh. Bescheuerte Lampe. Warum denn nicht? Ich hab jetzt Kupfer. Uno momento. Ah. Stromprobleme gelöst, Gott sei Dank. Okay, dann baut erstmal eure schlecht platzierten Häuser fertig. Und dann kommen wir wieder. Nächste Folge. Leute, das war's erstmal von mir von Fallout 4. Ich mache mein Inventar jetzt mal leer. Dann guck ich mal, wenn ich nicht genug Kupfer habe, dann gehe ich vielleicht schnell mal ohne euch plündern. Oder Sanctuary bebauen muss warten. Ja. Aber das sind eigentlich ein paar... Wir gucken mal. Wie viele Häuser fehlen? Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Oh Mann, ich will jetzt noch nicht gucken gehen und meine Aufregung... Oh mein Gott, ich Kind, ey. Ich bin aufgeregt, wie es da aussieht, ja? Und dann bauen wir... Und dann sieht alles noch geil aus. Egal, wie auch immer, Leute. Haut rein.